die hatten das Geld und wollten es ausgeben. Und Arsenal hat das Geld auch und ist dem 50 Millionen ausgegeben. So, das wird immer so sein. Das ist wie im normalen Lebensgeld, ist ja nicht weg. Hat ja nur ein anderer. Das wird sicher schwieriger, weil er ein außergewöhnlicher Spieler ist, aber ich bin trotzdem weit davon entfernt, mich zu ärgern, wenn andere Mannschaften Spieler verpflichten. Und also selbst wenn wir irgendwann auf sie treffen, was ja meistens der Fall ist, zumindest bei Bundesligisten, deshalb alles okay. Die sind, das sind sehr, sehr gute Spieler. Und nochmal, es gab, die sind ja ganz, die haben alle alles richtig gemacht. Ich bin nur nicht 100, das werden wir abwarten müssen, ob Real auch alles richtig gemacht hat. Aber Bale holen, halt, bitte. Großartig. Aber wenn sie Özil abgeben, boah, das ist schon hart. Ich glaube nicht. Ich meine, das war in den letzten 10, 15 Jahren gab es immer extrem hohe Ablösen zwischendrin auch. Ja, auch in Zinedine Zidane, der ja, vor gefühlten Jahrhunderten ja auch gewechselt für, glaube ich, über 70 Millionen. Ja. Es wird immer wieder mal diese Ausreißer geben. Ob es gerechtfertigt ist, ist die eine Frage. Ich glaube sicherlich oft auch nicht, weil es ist ja schwer zu bewerten in diesen Dimensionen, wo wir uns bewegen. Aber ich glaube, es wird ab und zu immer solche Ausrutscher geben nach oben.